Also kommen wir damit dann zur nächsten Folge von Assassin's Creed Mirage. Man sagt, es lebten Hunderte im Harem, fernab von den Blicken der Männer. Dieser Ort könnte noch geheimer sein als Alamut. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hin muss. In die Richtung. Da. Es heißt, kein Mann darf den Harem betreten, sofern er kein Eunuch oder der Kalif persönlich ist. Für mich wird das also spannend. Aber Rainer. Denk nicht einmal dran. Geh einfach weiter. Wie freundlich. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Es gibt doch immer Dachzugänge hier. Ich sehe Leute, die Glocke. Schlag alle Scheiße. Erspar mir das Geklapper. Na gut, das ist ja vorbei. Ja, schöner Treffer. Du bist nicht in Form. Hurra! Ach ja, Leute, ich liebe dieses Spiel. Da reicht mir ein Aus und kriegt trotzdem einen Hit ab. Wie sehr ich das doch liebe. Sehen aber badass-mäßig aus. Wie freundlich. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Wie freundlich. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Ihr Einfluss schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Farah. Das war sie, als Elmutter Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira. Und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Neue Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. Was, wenn ich da wäre? Erstmal kann ich da niemanden wegklauen. Okay. Die reden aber nicht drüber, was passiert ist. Und dich. Leite mich in Kido. Da oben. Also bestenfalls schaffen wir jetzt pro Folge ein Ziel. Weil ich tatsächlich, so doof wie es klingt, gar nicht das Spiel tatsächlich wirklich gerne fertig kriegen würde heute. Ich würde es gerne heute durchspielen.
Der Mann dort scheint sein Sonnenbad zu genießen. Ich könnte ihm ersparen, sich für den Dienst ankleiden zu müssen. Nein, nein, nein! Gib es zurück! Am Ende aller Tage sind wir alle nackt, Bruder! Maskate, alte Beideverkleidung. Ende aller Tage sind wir nackt. Etwas eng an der Brust und am Bauch. Bist du fett, Basi? Hoffentlich klappt das. Das ist der einzige Grund, du bist aber nur dick. Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Ich... Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Wir müssen jetzt alle drei die Informationen erstmal herausfinden. Sehr, wenn ein Brief dabei hat. Dann sind halt die anderen zwei Kateralschaden. Dankeschön, meine. Das ist die Beste. Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Den Ton nicht, liest heutzutage denn niemand mehr? Sorry. Was machst du da? Hä? Makira, ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kahramana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umal Walat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon. Aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira? Was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ah, wie kann man ins Spiel Farbe für die Augen ziehen? Ein Zaubertrank. Ernsthaft? Ich mochte gerade den Dialog zwischen den beiden. War das so ein... Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Gesprächsthema erledigt. Geht's wieder runter. Wer so böse geklungen hat, das mochte ich gerade irgendwie. Hallo?
Kann ich denn jetzt nicht hochklettern? So, ich muss nur daran. Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Tja, Basim, ne? Du ist es ehrlich, für sein Geld zu arbeiten. Said, hast du dich verlaufen? Du darfst nicht hier sein. Tut mir leid, aber... Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Es muss einen anderen Zugang geben. Alter, war so klar. Der Kampf läuft doch. Ich habe jetzt keine Waffen mehr. Ne? Eines Kalifen würdig. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Haben wir denn nochmal? Da, wo sie gerade alle stehen, leider. Nein. Sehr gut. Ist gut. Niemals. Verstanden? Genau, wieder von unten rein. Können Sie da oben auf dem Dach noch suchen? Schon, wir sind komplett draußen. Müssen wir jetzt mal kurz warten, ne? Wie lange sind die jetzt in Alarmbereitschaft? Ah, gleich. Siehst du, es ist nie was passiert. Ja.
Ja, so dein Scheiß. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Als ich mich den Armen meiner Mutter entriss, war der Gedanke an meiner Schwester mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnte. Und das war sie auch. Eine Zeit lang doch nur hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrscht hat. Auch hier Wurzeln geschlagen. Meine Schwestern sind zu Schlangen verkommen. Ich möchte nicht zum Raubtier werden, doch ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Du, Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein, aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Farah? Für dich heißt sie Sayyidati oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Such noch jemanden. Ein Wort von der Gefallenen. Kleines. Meine Rivalinnen werden mich bald verdrängen. Ich lehrte sie Ehrgeiz, ich lehrte sie, die Stufen zu erklimmen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nun ersetzt werde. Du kannst nur aufsteigen oder abstürzen. Doch an dieser Mauer kannst du nicht auf deinem Platz verweilen. Wenn dich der Wind nicht von deinem Fleckchen vertreibt, dann die anderen bei ihrem eigenen Aufstieg. Verliere nicht den Halt, denn unter dir lauert der Schlund des Chaos. Auch ich bekam seine Zähne zu spüren. Dir würde ich dasselbe gerne ersparen. Bitteschön. Viel Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Was meinte ich vorhin, dass ich künstlich in die Länge zieht? Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich hab nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Sehe ich genauso. Wahrscheinlich ist sie die Chefin auch am besten. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Bazar und Harem? Vielleicht ist es ja eine Haarnadel. Freundin. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Ja, wir haben unseren Stil gefunden. Ossein, Wüste, Kobra-Taube. Tob wie das Meer, ich versüße deinen Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bald in der Glut. Weißt du wie die Kobra doch in meinem Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe ich mit dir. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Eine Karte des Kalifats und von Alamut. Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabina selbst. Was ist das? Was hast du ihr gegeben?
Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nazarene? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre, ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk? Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Abgeschlossen. Wurf ist in der Luft. Idos Blick enthüllt die Wachgänge mit dem Gegner. Warum nicht? Geh mal auf Wach, Leute. Auf Forschung hier mit der Story. Warum muss ich das jetzt hier machen? Wisst ihr jetzt so viel? Was ist denn als nächstes drin? Ich will das mit das hier machen. Wir müssen auch so oder so irgendwann mal dahin latschen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und somit sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.